Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up-Demonstratorin. Und weiter geht es in meiner Reihe mit kleinen, schnellen Verpackungen aus Designerpapier in 6x6 Inch bzw. 15,2 x 15,2 cm. Gezeigt hatte ich schon diese Diamantbox und diese Box kleben. Und heute gibt es diese kleine schnelle Box, die wird nachher mit einem Magneten verschlossen und natürlich noch ein bisschen verziert. Und es geht schon los, wir schaffen Platz auf dem Arbeitstisch. Ich benutze das Designerpapier aus dem Nachfüllset zu dem Produktmedley Boho Indigo, weil mir das so gefällt. Nachdem ich es lang genug gestreichelt habe, wird es jetzt verbastelt. Am besten, du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst den Papierschneider, mit dem man auch falzen kann, ein Stück Designerpapier in den Maßen 6x6 Inch, also 15,2 x 15,2 cm. Übrigens kannst du diese Box auch variieren in jede Größe, das Schnittmuster ist von der Grundform immer das gleiche. Außerdem brauchst du ein bisschen Bling Bling zum Verzieren, Bändchen, was auch immer, wie du es magst, und Papier zum Bestempeln für ein Schildchen oder einen Gruß. Ich benutze hier wieder diese vorgestanzten Etiketten, die auch mit in diesem Produktmedley nachfüllset sind. Und es geht auch schon los. Wir haben das Stück Designerpapier 15,2 x 15,2 cm und arbeiten heute mit Zentimetern. Falzen, also mit der hellen Klinge. Legen wir an, zuerst bei 3,5 cm. Die legen wir schon mal hier an, das passt. Ziehen eine Falzlinie, dann bei 7 cm, 10,5 und bei 14 cm. Übrig bleibt ein Streifen von 1,2 cm, das wird nachher unsere Klappe. Jetzt drehen wir einmal um 90 Grad. Und falzen auf der einen Seite bei 0,6. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe mir nämlich vorhin erst neu überlegt. Da ziehen wir eine Falzlinie. Und dann nochmal bei 4,1 cm. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Also hier bei 0,6. Und bei 4,1 cm. Nicht zu doll drücken, hast du gerade gemerkt. Das sollte man nicht tun. Okay, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Falzen erstmal alles. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Seite ich nach außen und nach innen nehme. Hier habe ich zu doll gefalzt. Aber das macht nichts, weil da wird sowieso abgeschnitten. So, die andere Richtung. Also diesen kleinen Schniffi und dann einen größer. Und nochmal größer und hier vorne die kleine. Jo, soweit. Ich nehme die dunkle Seite nach außen, falze also nochmal in die andere Richtung. Das tut den Falzlinien keinen Abbruch. Und schneide dann einige Felder ab. Und zwar, hier vorne habe ich ja schon gesagt, das erste Feld brauchen wir nicht. Ich habe jetzt in die Richtung gelegt, dass ich hier diesen schmalen Streifen außen habe und dann dieses nächste Feld und schneide jetzt vom Rand gezählt das schmale und das nächstgrößere, das quadratische, das erste ab. Also erstmal den Schnippel hier vorne natürlich und dann bis zur zweiten Querlinie. Und auf der anderen Seite genauso. Jetzt nehme ich mir den Eckenabrunder, kann man nicht, aber ich finde es ganz schicki und runde hier vorne die Ecken ab. Das wird nachher die Klappe. Jetzt schneiden wir weiter und zwar schneiden wir hier an der Seite, das habe ich quer, hier ist wieder mein schmales Feld, schneiden wir bis zur zweiten Querlinie ein. Anderen Seite genauso, das schmale Feld vorne und erste Querlinie und zweite Querlinie.
Jetzt können wir noch ein bisschen abschneiden, und zwar die mittleren brauchen wir. Die liegen dann oben auf. Blickdicht verschlossen, musst du dir schon mal vorstellen. Hier brauchen wir sie, diese kleinen Streifen, aber hier vorne nicht. Also schneiden wir sie schon mal hier ab. Auch. So, das ist jetzt erstmal so gewesen zum Denken, damit wir die ganze Box zusammensetzen. Wir werden gleich noch mehr abschneiden. Hätten uns einen Arbeitsschritt gespart, aber das zeige ich dir sofort. Wir falten schon mal zusammen. Und du siehst, so wird unsere Box fertig am Ende. Das bedeutet aber weiterhin, wir können hier noch mehr abschneiden. Und zwar schneiden wir hier Klebeflächen, die reichen uns ja mit einem Zentimeter circa. Also schneiden wir hier noch mehr ab. Empfiehlt sich immer, meine Videos von vorn bis hinten einmal durchzuschauen und danach loszubasteln, weil mir fällt auch immer noch was beim Arbeiten ein. So. Und dann schneiden wir hier oben noch schräg, leicht. So, und diese Form brauchst du dann am Ende. Ja, genau, hinhalten. So möchte ich es nachher außen haben, und jetzt klebe ich hier mit diesen Klebeflächen gleich zusammen. Und du siehst, das ist eine Grundform, die kannst du erweitern in jede Größe, je nachdem, was du einpacken willst. Das hier ist die Grundfläche und die Höhe. Du musst nur dieses Feld praktisch in den Maßen genauso haben wie hier die Höhe oder rüberwärts wie hier die Länge. Wir haben hier ein quadratisches Feld, weil sie eben weit mal hoch ist. Und dann wird geklebt. Ich klebe mit doppelseitigem Abreißklebeband. Du kannst das natürlich auch mit Flüssigkleber machen. Ich klebe das hier auf diese vier Felder. Und ziehe die Schutzfolie ab und setze von außen rechtwinklig hier an. Nummer 1. Nummer 2. Drei. Und schöner rechter Winkel Nummer 4. Falze hier runter und klappe vorne. Das ist eine Box. Jetzt nehme ich mir einen Magneten. Du könntest am Ende auch mit einer Banderole das Ganze zusammenhalten. Moment, da klebt er. Ich habe hier so doppelseitige Scheibenmagnete. Setze die hier innen rein. Und zwar, ich habe das immer gern blickdicht. Mal sehen, ob das funktioniert. Mittig hier innen rein, relativ weit oben hin. Die eine Seite, ziehe das ab, setze das Ganze so, dass ich jetzt die Kiste so schließe, dass ich zufrieden bin, ich bin dich. Und schaue mal, wohin der Magnet fliegt, genau, und setze hier vorne jetzt meinen Magneten auf. Das hat den Vorteil, dass die Magnete auch nicht ausreißen können, also auch nicht abreißen können wieder, weil sie immer mit Papier verdeckt sind. So. Jetzt haben wir den natürlich vorne drauf, aber das haben wir uns schon gedacht. Das werden wir mit dem Schild hier überdecken. So schaut das dann aus. Könntest natürlich auch mit Blümchen überdecken, wie auch immer, aber ich mache das mit dem Schild und das klebe ich praktisch hier oben an. Und dann sitzt der große drüber. So, was stempeln wir drauf? In dem Fall wird was Kleines reingepackt, was wir verschenken als kleines Dankeschön. Ich habe immer noch das Set, das Maritime, wie Muscheln hier auf dem Tisch stehen. Also nehme ich das. Nehme meinen Stempelblock. Und einmal marineblaue Farbe.
versuche so mittig wie möglich Danke für alles draufzusetzen. Passt. Stempel putzen, das mache ich hier hinten. Schon erledigt. Und dann klebe ich das hier an. Und da das der Magnet ja ein bisschen erhoben ist, setze ich mir jetzt dafür hier oben zwei Abstandsklebepunkte auf. Und damit hält es auch schon. Wir kennen das, suchen unsere Pinzette zum Abziehen. Nummer 1 und Nummer 2. Und setzen das jetzt hier mittig auf. Alles ist verdeckt. Sieht so aus wie ein Verschluss des Ganzen. Die Klappe, klitzekleine Schatztruhe geworden. Jo, das ist meine schnelle Box. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.